Du hast es geschafft, Murray. Du hast den Van gerettet. Gut gemacht, Hippo. Du hast die Flammen in meiner Seele entfacht. Ich fühle mich endlich wieder lebendig. Nein, ich danke dir, Panda-König. Du kannst jederzeit mit meinem Van fahren. Der Beifahrersitz gehört dir. Eine große Ehre, die ich gern annehme. Als wir gedacht haben. Ab sofort haben wir nur noch ein Ziel, den ThiefNet-Computer zurückzustehlen. Wir haben keine Zeit mehr für Spitzfindigkeiten. Bentley, brich in den Palast ein und durchstöbere seinen PC. Er könnte ihn mit unserem verbunden haben, also setzen wir da an. Der Rest des Teams hält sich bereit. Ich weiß nicht, wohin das führen wird. General Saus Computer muss hier irgendwo sein. Du musst nicht schleichen. Erledigen wir einfach den Job. Okay, Sly, ich habe den PC gefunden. Das dürfte nicht schwer werden.
Standard-Betriebssystemsicherheit. Kein Problem. Sicherheitsverstoß. Ihr werdet terminiert. Er hat einen Verteidigungsavatar. Jetzt wird's übel. Sofort aufhören. Ich habe etwas gefunden. Sein Tagebuch erwähnt einen Geheimgang durch die Gebetsglocke. Und dann einen Gang über den Himmel. Verstehst du das, Sly? Ich bin auf dem Weg zur Glocke. Nimm lieber den Guru mit. Das klingt, als würdest du ihn brauchen. Unter die Glocke stellen. Ich muss die Transfersequenz von hier aus starten. Weißt du schon, was mit diesem Gang über den Himmel gemeint ist? Habu, warte da. Hoa, ja. Das ist erstaunlich. Aber da dahin. Natürlich. Wenn du Huckepack das Schweben erhalten kannst, dann nur zu. Ich möchte wirklich nicht in den Tod stürzen. Thank you.
Kein Problem, ruh dich ruhig aus. Ich geh schon mal vor und such nach Sao. Wir haben einige merkwürdige Anzeigen vor uns. Willst du die Optimierungsbrille benutzen? Der berühmte Sly Cooper. Anscheinend konntest du mit deiner kleinen Gang der Spur folgen, die ich für euch legte. Aber du bist ohne sie hilflos, wie du bald merken wirst. Ich verlasse mich gerne auf meine Freunde. Wer braucht Freunde, wenn er Diener haben kann? Wer braucht Zuneigung, wenn er Gehorsam bekommt? Ach, warum soll ich dich überzeugen, wenn ich dich doch einfach zerstören kann? Der Heilige Wald hat schon hunderte von Kämpfen gesehen. Meine Ahnen vernichteten hier jeden, der ihnen im Weg stand. Und du wirst da keine Ausnahme sein. Bentley, hörst du das? Wovon redet er da? Ich habe schon von diesen Schlachtfeldern gehört. Die Energie all der früheren Kämpfe stärkt die Teilnehmer, so dass sie über größere Entfernungen schweben können. Du müsstest mit einem Sprung über die Arena fliegen können. Darüber hinaus kannst du mit einem Doppelsprung bestimmt in der Luft die Richtung wechseln. Genug geplaudert, Cooper. Stell dich mir und damit dem Ende deiner Dynastie.